mehr zu viel. Papa, du schweige still, bist du ein Gelübde brechen? Ich bin frei, mit dir zu sprechen. Also für mich ist die Zauberflöte insofern schon mal sehr, sehr besonders. Und ich werde sie nie wieder aus meinem Kopf kriegen, weil ich die jetzt seit, ja, 26 Jahren begleitet sie mich. Ich habe auch selbst als dritter Knabe angefangen früher. Eine Musik, die mich immer bewegt, es ist beschwingt, es ist teilweise was Volkstümliches drin. Es sind auch unglaubliche Gänsehautmomente, tragische Momente wie Paminas Arie. Pamina is, yes, a princess, but also a little bit like a rebel teen in this production. So she has very, very strong will, and she's actually very courageous. Tamino ist ein Typ, der natürlich sehr schnell erwachsen werden muss im Laufe dieses Stückes. Und ja, man muss wahrscheinlich auch ein Stück weit naiv sein, sofort den Auftrag anzunehmen, eine völlig fremde Person befreien zu wollen. Difficult question. What is my favorite spot? There are many, many that I really love and always touch my heart very much in this opera, very many moments. But maybe I have to say it's in the end where Pamina and Tamino finally get together and Pamina sings, Tamino mine. This music that starts from this phrase is just himmlisch, heavenly.